Ich habe das Vergnügen, Herr Oliver Botta einzuführen. Ich sage weiter auf Französisch, da, was geschrieben ist. Il a une expérience scientifique qui traite à l'astrobiologie et les météorites. Il a une thèse en chimie de l'Université de Bâle et il est au Swiss Space Office déjà depuis de nombreuses années, où il est responsable pour l'exploration et les lanceurs. Verantwortlich für Exploration und Trägerraketen. Est-ce que vous pouvez mettre le micro? Voilà. Merci, c'était super cette introduction. Allez, à bientôt. Hein. Können Sie mich hören? Ja. Was ist das? Oui, non, je vois, j'aime bien voir le. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Raumfahrt. Ich möchte Sie auch im Namen vom Swiss Space Office zu diesem Nachmittag begrüßen. Ich möchte erst einmal der Schweizerischen Raumfahrtvereinigung danken für ihr Engagement, dass sie jedes Jahr und jeden Tag des Jahres an den, mit Enthusiasmus an den Tag legt, um die Interessen der Raumfahrt in der Schweiz in der Öffentlichkeit zu verteilen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich möchte auch der Fachhochschule Watt danken für die Gastfreundschaft heute. Non mais j'ai une message ici. Die Schweiz und die Raumfahrt. Sie hatten die Frage schon vorher auf dem Plakat gesehen, warum? Und der Bundesrat hat sich diese Frage auch gestellt und hat im Rahmen einer Erneuerung der schweizerischen Raumfahrtpolitik im Jahre 2008 die Frage mit Ja beantwortet. Die Schweiz soll weiterhin eine aktive Nation sein in der Raumfahrt. Die neue Raumfahrtpolitik läuft unter den drei Schlagwörtern Nutzen, Neugier, Nischen. Und ich werde nachher noch im Detail darauf eingehen. Und die Schweiz macht das hauptsächlich über eine Beteiligung an der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, aber auch an Programmen der EU und in der UNO. Die drei Hauptsäulen der schweizerischen Raumfahrtpolitik ist die Entwicklung und Nutzung von Infrastrukturen in der Raumfahrtanwendungen. Der Schwerpunkt hier ist die Nutzung, dass wir versuchen, dass im täglichen Leben die Infrastrukturen zu nutzen, die uns die Raumfahrt zur Verfügung stellt. Der zweite Punkt betrifft den Forschungsstandort Schweiz, wo wir schon seit langem eine führende Rolle haben. Und diese auch nachhaltig weiterentwickeln möchten. Und der dritte Punkt ist die Positionierung der Schweiz als wettbewerbsfähiger und zuverlässiger Partner in Wissenschaft, Technologie und Industrie. Wie ich schon gesagt habe, sichert sich die Schweiz ihre nationalen Interessen durch eine gezielte Zusammenarbeit, hauptsächlich durch Beteiligung an den ESA-Programmen, aber auch an anderen europäischen und internationalen Raumfahrtaktivitäten. Wir sind zurzeit dabei, diese Politik zu fokussieren. Die Ressourcen sind nicht unendlich und wir müssen jetzt einen gewissen Mut haben,
gewisse Aktivitäten zu priorisieren über anderen. Wie macht das die Schweiz? Wie ist die Schweiz innerhalb der Bundesverwaltung organisiert? Wir sind das sogenannte Swiss Space Office. Das ist ein bisschen der bekannte Name mit den internationalen Partnern. Auf der anderen Seite heißen wir offiziell Abteilung Raumfahrt im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Und wir sind jetzt seit dem 1. Januar 2013 Teil des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Wir schlagen dem Bundesrat die Schweizer Raumfahrtpolitik vor und setzen sie danach auch um, in enger Zusammenarbeit mit anderen relevanten Bundesstellen, zum Beispiel dem ASTRA oder dem BATSL. Das SSO stellt auch die Schweizer ESA-Delegation und sie ist verantwortlich für das Schweizer Raumfahrtbudget auf institutionellem Level. Und schließlich sind wir auch der Ansprechpartner für wissenschaftliche Institutionen, Industrie und Anwender im In- und Ausland. Wie ich schon gesagt habe, sind wir Mitglieder der ESA. Die ESA ist eine Forschungs- und Entwicklungsorganisation, eine internationale Organisation. Sie hat zurzeit 20 Mitgliedsländer, die Sie hier sehen. Die letzten beiden Mitglieder sind Rumänien und Polen, die erst kürzlich beigetreten sind. Die ESA hat ein Gesamtbudget von etwa 4 Milliarden Euro. Davon sind drei Viertel Beiträge von der ESA-Mitgliedsländer und ein Viertel sind Beiträge von Dritten, wie zum Beispiel der EU. Außerdem wird nach Abschluss eines Projekts, Abschluss einer Entwicklung, wird der Betrieb bei anderen Stellen durchgeführt, zum Beispiel bei der Meteorologie, bei EUMETSAT, die Startdienste sind bei Arianespace angegliedert, dann Telekommunikation mit Eutelsat, Inmarsat und so weiter. Die ESA macht also grundsätzlich wenig Betrieb, aber hauptsächlich Forschung und Entwicklung. Zurzeit sind Gespräche im Gange auf dem Niveau des ESA-Rates über eine Weiterentwicklung der ESA, vor allem im Verhältnis zur Europäischen Union. Und diese Gespräche werden weitergeführt und es werden weitere Entscheidungen getroffen werden im Rahmen der nächsten Ministerratstagung, die Ende nächstes Jahr stattfindet. Das Raumfahrtbudget habe ich auch schon erwähnt. Für die Schweiz im Jahr 2013 waren das 117 Millionen Euro. Es wird ein bisschen mehr sein dann für 2014, aber es ist relativ gering im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt. Wie ich auch schon erwähnt habe, 95% unserer Beteiligung, also unserer Aktivitäten, gehen über die ESA. Und wir haben noch 5% dieses Budgets, das die sogenannten ergänzenden nationalen Aktivitäten unterstützt. Die Beteiligung der ESA bedeutet für die Schweiz, dass ein Rückfluss des Budgets, des Geldes in die Schweiz in der Form von Aufträgen an die Industrie und an die wissenschaftlichen Institute passiert. Wichtig dabei ist, dass das immer in einem internationalen Wettbewerb läuft, weil wir ein Interesse haben, unsere Industrie und unsere Wissenschaftler kompetitiv im internationalen Wettbewerb zu fördern. Diese Beteiligung bei der ESA sichert, dass die Schweizer Industrie und die Schweizer Wissenschaftler Zugang haben zu den Beschaffungen und zu den wissenschaftlichen Daten. Und das ermöglicht auch eine internationale Zusammenarbeit bei großen Projekten. Als letzte Bemerkung möchte ich noch sagen, dass die Schweiz anlässlich der letzten Ministerratstagung 2012 den sechstgrößten Beitrag zu den optionalen Programmen der ESA geleistet hat. Vor uns sind die vier großen, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien. Und der fünfte ist Belgien, der noch vor uns ist.
Ein kurzer Überblick über die Schweizer Raumfahrtlandschaft. Zuerst zur akademischen Expertise. Wir haben 30 Wissenschafts- und Technologieinstitute, die zum Teil weltweit führend sind, zum Beispiel bei den Exoplaneten, die Universität Genf. Was vorher angedeutet wurde, die Wichtigkeit der Fachhochschulen nimmt in der Raumfahrt stetig zu. Wir haben jetzt 10 Fachhochschulen, die in Raumfahrtprojekten beteiligt sind, nebst den ETHs und den Universitäten. Dann haben wir eine starke Kapazität in der Schweiz zur Entwicklung von wissenschaftlichen Instrumenten. Das heißt Instrumente, die dann effektiv auf den Raumsonden, Satelliten mitfliegen. Und es gibt, wie Sie wissen, in Lausanne das sogenannte Swiss Space Center, das an der EPFL angegliedert ist. Der Detail zum Beispiel ist, dass die ESA im Zeitraum 2010 zu 2012 482 Verträge in die Schweiz vergeben hat. Davon sind 142 an Forschungsinstitutionen gegangen. Wie ich schon erwähnt habe, Schweizer Weltraumforschung hält sich weltweit an der Spitze. Es ist ein Innovationstreiber in den Technologiebereichen, zum Beispiel in der Sensorik und den Materialwissenschaften. Und zur internationalen Zusammenarbeit ist zu sagen, dass die Schweizer Instrumente natürlich nicht nur bei der ESA auf Missionen mitfliegen, sondern auch auf Missionen von anderen Raumfahrtnationen. Hier ist ein Überblick über die Institute, mit denen wir grundsätzlich zusammenarbeiten in der Raumfahrt und die mit der ESA Verträge haben. Dann zur Industrie. Wir haben 70 implizierte industrielle Firmen in der Schweiz, die in der Raumfahrt tätig sind. Die Landschaft wird dominiert von RUAG. RUAG Space ist der größte Lieferant von Komponenten für die Raumfahrtindustrie in Europa, nach den großen Systemintegratoren. Wir haben sehr viele KMUs, aber wir haben auch mittelgroße Firmen wie zum Beispiel ABCO, von denen Sie später noch hören werden. Und wie ich erwähnt habe, am Anfang sind wir dabei, haben wir eine Nischenpolitik in der Schweiz, wo wir innovative Nischen fördern möchten, zum Beispiel bei den Atomuhren, aber auch anerkannte Marktpositionen stärken möchten, zum Beispiel bei den Nutzlastverkleidungen für die Trägerraketen. Und hier das Gleiche in alle Firmen, die wir zu tun haben. Ein letzter Punkt, bevor ich ein bisschen einen Überblick gebe über die verschiedenen Missionen, ist die Schweizer Co-Präsidentschaft der ESA. Das heißt, es ist die Co-Präsidentschaft des ESA-Rates auf dem Niveau der Minister. Und das ist das erste Mal, dass die Schweiz das macht. Das ist auch das erste Mal, dass es eine Co-Präsidentschaft gibt, die wir gemeinsam mit Luxemburg durchführen. Und die sind jetzt hauptsächlich auch für die Vorbereitung der Ministerratstagung da. Da werden diese drei Hauptthemen wichtig sein. Die Zukunft der Trägerrakete. Sie kennen vielleicht die Diskussion zwischen Ariane 5, Midlife Evolution und Ariane 6. Hier gibt es starke Divergenzen in den Interessen vor allem zwischen Deutschland und Frankreich. Dann geht es darum, die Zukunft der internationalen Raumstation zu sichern und, wie ich schon erwähnt habe, die Beziehungen der ESA, zwischen der ESA und der EU. Für die Schweiz ist wichtig, hier eine Mediatorenrolle zu spielen zwischen den Partnern und wir versuchen auch gleichzeitig, die Beziehungen zu unseren direkten Nachbarländern zu intensivieren. Der nächste ESA-Rat auf Ministerebene findet unter Schweizer Co-Präsidentschaft Ende 2014 statt und die darauffolgende soll dann Ende 2015 oder Anfang 2016 auf Schweizer Boden stattfinden. Also ich habe nicht mehr sehr viel Zeit, ich werde jetzt kurz durch ein paar Projekte durchgehen, wo die Schweiz auch eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel Galileo, das neue europäische Satellitennavigationssystem. Dies ist zurzeit in der Validationsphase, IOV,
die ersten FOC-Satelliten sollen Full Operational Capability Satelliten sollen nächstes Jahr gestartet werden. Die Resultate sind bereits sehr vielversprechend. Die Positionsgenauigkeit ist besser als bei GPS. Und hier wird vor allem Schweizer Technologie bei den Atomuhren verwendet, aber auch bei, sowohl an Bord des Satelliten wie auch auf dem Boden. Ein anderer Satellit, der dieses Jahr gestartet wurde, ist der AlphaSat. Das ist der größte und fortschrittlichste europäische Telekommunikationssatellit mit wichtigen Schweizer Beiträgen in der optischen Kommunikation und in der Orientierung und der Stabilisierung. Dann ATV4 ist auch dieses Jahr gestartet, im Juni. Es ist das vierte Versorgungsraumschiff für die Internationale Raumstation, gefüllt mit Gasen, Wasser, Treibstoff, Trockengütern zur Versorgung der Raumstation. Gleichzeitig ist es auch das einzige Raumschiff nebst den russischen Progress-Raumschiffen, die ISS auf eine höhere Umlaufbahn bringen können. Und der Name, die ATVs haben alle Eigennamen und der vierte wurde von der Schweizer Delegation vorgeschlagen und von der ESA adoptiert. Dann die Trägerraketen. Ich werde nicht zu Ariane sagen, aber zu Vega. Die Vega ist die neue kleine Trägerrakete der ESA und von Arianespace. Ist am 7. Mai zum zweiten Mal erfolgreich gestartet und es war die erste Mission, an denen mehr als ein Satellit ausgesetzt wurde, mit einem Dispenser. Und auch diese Mission ist erfolgreich verlaufen. Schweizer Beitrag hier ist die Nutzlastverkleidung an der Spitze. Ja. Zum Morgen, die nächste Mission, die startet, ist die Gaia-Mission. Diese ist die erste Wissenschaftsmission der ESA, die gestartet wird seit dem Start von Herschel-Planck im Jahr 2009. Es gab da also eine ziemlich lange Durststrecke. Das Ziel von Gaia ist die Vermessung von 1 Milliarde Sternen innerhalb unserer Galaxie, einen neuen dreidimensionalen Katalog zu machen, unserer Galaxie. Hier sind die wichtigen Beiträge im Bereich des Bodensegmentes am Observatoire de Genève. Und der Start, wie gesagt, im November an Bord einer Soyuz von Kourou. Dann möchte ich nicht unerwähnt lassen die CHEOPS-Mission. Die CHEOPS-Mission ist die erste von der ESA ausgewählte Kleinmission, das gab es vorher noch nicht. Und es ist auch im Prinzip eine gemeinsame Mission zwischen der ESA und der Schweiz. Der Principal Investigator, der Chefwissenschaftler, ist Herr Professor Willy Benz von der Uni Bern. Und es kommen auch weitere Beiträge von Genf und vom Swiss Space Center. Und das Ganze läuft in Partnerschaft mit einigen internationalen Partnern. Die wissenschaftlichen Ziele liegen ebenfalls im Bereich der Exoplaneten und soll dazu dienen, die Dichten und damit den Charakter solcher Planeten zu bestimmen. Der Start soll Ende 2017 erfolgen. Ariane 5, Ariane 6 habe ich schon erwähnt. Hier ist die große Kontroverse, ob man Ariane 5 upgraden soll mit einer neuen Oberstufe und neuen Nutzlastverkleidung, damit sie zwei äquivalent große Satelliten starten kann. Oder ob man eine neue Trägerrakete entwickelt, die nur einen Satelliten startet, dafür kleiner ist, aber kostengünstiger. Das ist eine große, eher philosophische Frage sogar auf Stufe des ESA-Rats. Dann noch kurz zur bemannten Raumfahrt. Hier werden wir auch dann noch etwas hören von Claude Nicollier. Die Zukunft der ISS. Die ISS läuft zurzeit bis 2020. Die Frage ist, soll man weitermachen? Wer macht weiter von all den 5 Partnern, die dabei sind? Wie wird die Finanzierung sichergestellt und so weiter? Die nächsten Schritte hier sind ATV5, Georges Lemaître, der nächstes Jahr startet. Die neue Mission von Alexander Gerst, dem deutschen Astronauten, der den Italiener Luca Parmitano ablösen wird mit einem 6-monatigen Unterbruch. Parmitano ist jetzt immer noch auf der ISS und verrichtet seinen Dienst sozusagen.
Und dann geht es darum, wie soll es weitergehen mit der bemannten Raumfahrt nach der ISS. Hier gibt es diese Zusammenarbeit mit der NASA zum Orion-Raumschiff, wo Europa ja dieses Service-Modul hier bauen wird, basierend auf der Heritage von ATV. Und schließlich nächstes Jahr noch das Rendezvous mit dem Kometen Churyumov-Gerasimenko von der Rosetta-Mission. Auch hier gibt es starke Schweizer Beiträge, auch von der Uni Bern. Das Rendezvous findet, wenn ich recht im Kopf habe, im August-November-Zeitraum statt und dann fliegt die Sonde zusammen mit dem Kometen zurück in Richtung Sonne. Ich überspringe die integrierten Applikationen. Ich möchte noch ein Slide zeigen zum Thema Raumfahrt ist Alltag. Ich habe einige Punkte erwähnt, wo die Raumfahrt wichtig ist. Ich möchte es noch mal kurz repetieren: in der Wirtschaft. Es gibt Wachstum und hochqualifizierte Arbeitsstellen in der Schweiz. Wissenschaft und Technologie, es fördert die Innovation in der Forschung und Industrie. Es ist wichtig für die Bildung, für auswärtige Beziehungen, für die internationale Zusammenarbeit, in der Umwelt und in der Sicherheit. Es ist ein umfassendes Gebiet, mit dem Sie tagtäglich konfrontiert werden, auch wenn Sie es nicht unbedingt direkt erfahren. Und mit dem möchte ich beenden und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, weiß ich nicht, ob wir noch Zeit haben für Fragen oder ob ich so stark überzogen habe, dass... Vielen Dank.